Pangi Kelaras. Früher lebte einmal ein Herrscher, dessen Macht war sehr groß. Er besaß einen Sohn und seine Erwartungen in sein einziges Kind, das später einmal an seine Stelle Herrscher werden sollte, waren sehr hoch. Doch der Herrscher wurde in seinen Hoffnungen tief enttäuscht, weil der Kronprinz höchst eigensinnig war und keine Ratschläge und gute Belehrungen annehmen wollte. Sein einziges Vergnügen war der Hahnenkampf. Wenn der Kronprinz einen Hahn sah, vergaß er alles andere. Es gab niemanden, der seine Aufmerksamkeit von seinem Interesse und Vergnügen am Hahnenkampf ablenken konnte. Weil er recht böse darüber war, verjagte der Herrscher den Kronprinzen schließlich. Er vertrieb ihn aus seinem Palast und erlaubte ihm nicht, in seinem Reich wohnen zu bleiben. Der Kronprinz machte sich auf und verließ den Palast seines Vaters. Tag und Nacht wanderte er hinein in die Wälder, heraus aus den Wäldern. Dabei gelangte er in einen Wald, in dem er ein Mädchen von höchst anmutigem Aussehen traf. Das Mädchen lebte völlig allein in dem Wald. Die Schöne gab sich als Kind von Bauern aus, doch ihre Eltern hatten schon seit langem die Welt verlassen, und so war sie gezwungen, allein hier zu leben. Sie hatte sich zum Wohnen eine Bambushütte gebaut, deren Wände und Dach aus den Blättern der Kokospalme geflochten waren. Der vertriebene Kronprinz heiratete das Waldmädchen, und sie lebten gemeinsam als Mann und Frau in dem Wald. Bald darauf wurde das Waldmädchen schwanger. Als seine Frau schon etwa 7 Monate schwanger war, bekam der Kronprinz die Nachricht, dass sein Vater dahingeschieden sei, und da wollte er in sein Land zurückkehren. Er allein war der Kronprinz, und bestimmt würde er seinem Vater in die Herrschaft folgen. Die Frau aber beschloss er, im Wald zurückzulassen. Bekümmert weinte seine hochschwangere Frau. Sie wollte mit ihrem Mann gehen und wälzte sich auf dem Boden. Aber der hartherzige Kronprinz mochte sie auf keinen Fall mitnehmen. Er wollte ganz alleine gehen. Ja, wenn seine Frau ihn dazu zwänge, wollte er sie sogar töten. Dann ging er ohne sie davon. Es verging einige Zeit. Die Schwangerschaft der Frau des Kronprinzen dauerte immer länger und bedrückte sie mehr und mehr. Eines Tages, die Sonne stand erst ein Stock länger hoch, saß die unglückliche Frau vor ihrer Hütte und grübelte über ihr Schicksal. Wie sie so nachdachte, flog ein Raubvogel, der ein Küken trug, über die Unglückliche hinweg. Plötzlich befreite sich das Küken aus dem Griff des rohen Vogels und fiel genau vor die grübelnd dasitzende Frau. Das Küken lebte noch, und sie nahm und pflegte es. Kurz nach diesem Vorfall gebar die verlassene Frau den Kronprinzen einen Jungen von schönem Aussehen. Als der Junge 9 Jahre alt geworden war, fragte er seine Mutter nach seinem Vater. Die Mutter antwortete: »Mein Kind, du hast keinen Vater.« Sie wollte den wahren Sachverhalt nicht erzählen, und der kleine Junge fragte auch nicht mehr weiter. Inzwischen war auch das Küken, das der Raubvogel getragen hatte, zu einem großen Hahn geworden. Tag und Nacht war der seltsame Hahn mit dem Kind zusammen. Immer krähte er, und sein Krähe klang recht merkwürdig, so wie wenn ein Mensch etwas sagt oder, ganz wie er sich gehört, ein Gedicht vorträgt. So klang das Krähen des seltsamen Hahns. »Bleck, bleck, kuke, luk, ruk, ich bin der Hahn von Pangi Kelaras. Seine Mutter haust in einem verkommenen Hüte und sein Vater lebt untätig in einem Palast.« Denn der seltsame Hahn war es, der dem Kind erst einen Namen gegeben hatte. Und so wurde der Junge unter dem Namen Pangi Kelaras bekannt. Die Geschichte geht weiter.
Als der Kronprinz in sein Reich gelangt und anstelle seines Vaters zum Herrscher gekrönt worden war, bestand die Tätigkeit, die ihm am meisten erfreute, darin, Hähne miteinander kämpfen und wetteifern zu lassen. Wenn der Herrscher einem Kampfhahn begegnete, vergaß er alles andere. Fast jeden Tag versammelte er die Hahnenkämpfer in seinem Hof. Der Palasthof war immer belebt und zur Arena für Kampfhähne und Wettende geworden. Nun hörte Panji Kelaras, dass der Herrscher sich mit dem Hahnenkämpfen vergnüge und immer Wettkämpfe veranstaltete, und so brach er eines Morgens sehr früh zu dessen Palast auf. Seinen geliebten Hahn nahm er mit. Er wollte den seltsamen Hahn mit einem Hahn des Herrschers messen. Als Panji Kelaras mit seinem außergewöhnlichen Hahn ankam, war der Palasthof mit wettenden Menschen gefüllt. Er trat mitten in die Arena und forderte den Herrscher heraus, einen seiner Hähne mit dem, den er unter dem Ahn hielt, kämpfen zu lassen. Der Herrscher nahm Panji Kelaras Herausforderung an. Die Menge war angesichts des Muts von Panji Kelaras verwundert, und mit Erstaunen betrachteten sie den Hahn, den er hielt. Man ließ die Hähne von Panji Kelaras und dem Herrscher miteinander kämpfen, und die Zahl der Wetter war groß. Einige waren auf der Seite des Herrschers, andere setzten auf Panji Kelaras. Doch mit einem Hieb war der Hahn des Herrschers besiegt, und Panji Kelaras Hahn krähte: Black, Black, Kukiliri Kuk, ich bin der Hahn von Panji Kelaras. Seine Mutter haust in einer verkommenen Hütte und sein Vater lebt untätig in einem Palast. Der Herrscher und alle, die auf dem Kampfplatz anwesend waren, wunderten sich sehr, als sie den Krähen des sonderbaren Hahns hörten. Danach kehrte Panji Kelaras nach Hause zurück. Er hielt seinen geliebten Hahn unter dem Arm und trug außerdem einen Sack voller Geld. Als er zu Hause ankam, war seine Mutter sehr überrascht und verwundert, als sie sah, dass ihr Sohn so viel Geld mitbrachte. Die Frau fragte: Mein Kind, woher hast du dies viele Geld her? Ruhig antwortete Panji Kelaras: Ich habe meinen Hahn mit einem Hahn des Herrschers kämpfen lassen. Wir haben gewettet und ich habe gewonnen. Das ist der Grund, weshalb ich so viel Geld mitbringe. Du brauchst nicht besorgt sein, Mutter. Morgen oder übermorgen werde ich nochmals gehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich wieder gewinnen werde. Panji Kelaras ging wieder zum Palast. Er nahm seinen Kampfhahn mit, um ihn kämpfen zu lassen. Wieder wollte er den Herrscher herausfordern. Der Palasthof war bereits gedrängt voll. Hahnenkämpfer und sachverständige Wetter waren in großer Zahl gekommen. Sie wollten mit eigenen Augen sehen, wie der seltsame Hahn des kleinen Jungen mit einem vom Herrscher ausgewählten Hahn kämpfte. Als Panji Kelaras ankam, schauten alle Leute auf ihn. Und als der Herrscher den Jungen mit seinem geliebten Kampfhahn unter dem Arm hereinkommen sah, forderte er ihn sogleich heraus, denn er konnte die Niederlage nicht verwinden, die er einige Tage zuvor erlitten hatte. So sprach der Herrscher zu Panji Kelaras: Dies ist mein Einsatz, ein Sack voller Gold. Und du, Panji Kelaras, was ist dein Einsatz? Ich wette mein Haus und mein Hals, antwortete Panji Kelaras fest. Wenn mein Hahn verliert, bin ich bereit, mich köpfen zu lassen. Die Anwesenden erschraken und wunderten sich über die mutige Antwort von Panji Kelaras. Sogar der Herrscher wunderte sich über den Mut des kleinen Jungen, und bei sich dachte er: Das Gesicht dieses Kindes ähnt dem eines Menschen, den ich einmal gekannt habe. Aber wem nur? Dieses Kind ist wirklich außergewöhnlich. Dann sprach er: Gut, ich nehme deinen Einsatz an.
und er befahl, einen Hahn seiner Wahl zu nehmen, der berühmt war als ein Kampftier, das nicht seinesgleichen kannte. Man ließ die beiden Hähne in der Mitte der Arena los, und nach einem einzigen Hieb brach der vom Herrscher ausgewählten Hahn zusammen und konnte sich nicht mehr bewegen. Wie erstaunt und verwundert waren da Herrscher und alle Anwesenden, die Zeugen dieses unerwarteten Geschehens waren. Der vom Herrscher ausgewählte, mit einem einzigen Hieb besiegte Hahn war als ein Kampftier bekannt gewesen, das keinen vergleichbaren Gegner im ganzen Land besaß. Nachdem er seinen Gegner in so bewundernswerter Weise besiegt hatte, krähte der seltsame Hahn: Bleck, bleck, kukeliruk, ich bin der Hahn von Panji Kelaras. Seine Mutter haust in einer verkommenen Hütte und sein Vater lebt untätig in einem Palast. Wie wunderten sich die Anwesenden und ganz besonders der Herrscher, als sie dieses so merkwürdige Krähen hörten. Dann kehrte Panji Kelaras mit dem goldgefüllten Sack nach Hause zurück. Dort angekommen, umarmte ihn gleich seine Mutter. Sie freute sich sehr, als sie sah, dass ihr Kind unversehrt nach Hause zurückgekommen war. Sie hatte gewusst, dass ihr Sohn sein Haupt einsetzen werde. Als sie nun nach langem, unruhigem Warten ihr geliebtes Kind wohlbehalten sah, freute sie sich außerordentlich. Der Herrscher war die ganze Zeit schon begierig zu erfahren, wo Panji Kelaras lebte und wer seine Eltern waren. Das Kind hatte ihn in Erstaunen versetzt und seine Aufmerksamkeit sehr stark auf sich gezogen. Seine Begierde zu wissen, wo Panji Kelaras wohne und wer seine Eltern seien, war noch stärker geworden, nachdem er Panji Kelaras befragt und nur die Antwort erhalten hatte, er besitze kein Zuhause und habe auch keine Eltern mehr. Aus diesem Grund war der Herrscher den Spuren Panji Kelaras heimlich gefolgt, nachdem dieser sich auf den Heimweg gemacht hatte und schon ein Stück Wegs gegangen war. Als sie in den Wald, in dem der Herrscher früher gelebt hatte, angekommen waren, tauchte nun seine Frau, die er dort vor langer Zeit zurückgelassen hatte, vor ihm auf. Auch sah er, wie innig die Frau Panji Kelaras umarmte, das Kind, das ihn die ganze Zeit in Erstaunen versetzt hatte. Da begab er sich zu der Frau, die er so enttäuscht hatte. Er umarmte seine treue und ergebene Gattin und forderte sie auf, in seinen Palast zu kommen. Die Begegnung zwischen den beiden so lang getrennten Eheleute war sehr bewegend. Und Panji Kelaras sah das Geschehen voller Verwunderung. Dann fragte der Herrscher seine Frau, während er auf den Jungen deutete: Wer ist denn eigentlich das Kind, das du eben geherzt hast? Antwortete Panji Kelaras Mutter: Das ist euer Kind, das ihr damals in meiner Schwangerschaft zurückgelassen habt. Unbeschreiblich war die Freude des Herrschers, als er erfuhr, dass das Kind, das ihn so in Erstaunen versetzt hatte, niemand anderes als sein eigenes Kind war. Dann brachte der Herrscher Panji Kelaras und seine Mutter in den Palast und er erhob die treue Frau zu seiner Königin. Weiter berichtet der Erzähler, dass Panji Kelaras nach dem Hinscheiden des Herrschers an der Stelle seines Vaters Raja wurde.